Es ist so, dass die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Das ist die letzte Saison. Es ist sehr ärgerlich, am meisten für Millot, weil der war jetzt die letzten Spieltage auf dem Weg, um die Leistung zu bringen, wo er konnte uns richtig, richtig helfen auf dem Platz. Und ja, es ist schade, auch dann natürlich auch für uns, für die Mannschaft. Aber ja, wir müssen jetzt mit dem leben. Natürlich, das sind seine große Stärke, Schnelligkeit, umschalten, dann mit dem Raum dann eins gegen eins zu gehen. Und es ist ein Verlust, natürlich ist es ein Verlust, aber dann wir haben auch andere Spieler. Mit Tahid ist auch wahnsinnig schnell und ja, die anderen Spieler warten auf die Chance und ja, jetzt ist die Möglichkeit wieder für die anderen Spieler sich zu zeigen. Ich würde sagen, jetzt im Moment ist die Stimmung gut. Wir fokussieren uns wieder auf das nächste Spiel. Natürlich direkt nach dem Spiel gegen Wolfsburg waren alle enttäuscht, auch die zwei Tage danach, weil das ist diese ja, Schmagat nach weiß nicht wie viel, 7 Spiele ungeschlagen, dann ist das klar, dann kommt nicht Sieg, kommt Niederlage, dann geht das auf die andere Richtung. Und ich bin mir sicher, dass wir sind jetzt mental stark genug, dass es war nur ein Spiel und wir dann wieder stabiler sein wie davor. Ich glaube, wir haben uns sehr viel gelernt von letzter Saison und es ist auch nicht komplett gleiche Situation. Da hatten wir noch mehr verletzte Spieler und ja, wie gesagt, ich bin fest überzeugt, dass wir sind viel stabiler als letzte Saison. Es ist klar, dass es ab und zu kommt sowas. Natürlich, es darf nicht sein, dass man kassiert 5 Gegentore. Es war wirklich sehr schlechte defensive Leistung von uns allen. Aber sonst, wie gesagt, vorher, ich habe immer noch das Gefühl, dass wir sind viel stabiler als letzte Saison in Defensivarbeit. Ich bin mir sicher, dass das war wirklich nur ein Einzelname, ein ein Spiel. Felix macht das sehr gut immer. Also jetzt die Ernst, die er bekommen, er ist sofort da, sofort präsent mit seiner Schnelligkeit und ja, macht das sehr gut. Und ob er ein Startelf-Kandidat ist, dann ist das wieder eine Frage für Flo. Schnelligkeit, Kombinationsspiel, auch defensiv Verhalten, gute Mentalität, guter Junge. Ja, ist gut. Ich muss ehrlicherweise sagen, das habe ich schon die letzte Saison so gespielt, auch wenn ich nicht der Vizekapitän war. Wir hatten auch damals schon in der letzten Saison mit Niklas gewisse Sitzungen gemacht mit der Mannschaft. Und ja, ein Tick ist das natürlich noch mehr, aber es ist nicht so, dass zum Beispiel letzte Saison war ich komplett in andere Position. Ja, von Position, ich muss sagen, es ist komplett Unterschied von Position Rechtsverteidiger, der Mannschaft irgendwie zu organisieren, als von Innenverteidiger. Da muss ich sagen, ist das deutlich einfacher. Man hat mehr Zeit oder man sieht viel, viel besser alles. Es ist so, dass die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Das ist die letzte Saison. Eigentlich, es muss klar sein, für verschiedene Gründe. Ein paar Monate vor Ende der Saison, weil natürlich man muss planen, was wird nächste Saison und ab nächsten Sommer. Aber ich glaube, es ist nicht so wichtig jetzt in dem Moment, was wird jetzt mit mir nächste Saison.